Liebe Freunde, hier sind wir wieder mit Mario Kart und jetzt fängt der interessante Teil an, weil 100, boom, ist durch. Wir können endlich mit 150 anfangen, wo das Spiel am interessantesten wird. So, irgendwie will der Randomizer uns oft Todd spielen lassen, aber es ist okay. So, wir fangen mit den Mushroom Cup an. Ich finde, Todd ist auf jeden Fall der, ja, am einfachsten steuerndste Charakter. Ist das überhaupt ein Satz gewesen? Er steuert sich auf jeden Fall am einfachsten. So. Okay. So fühlt sich 150 also an. Hammer. Also, nicht nur ist die Geschwindigkeit am höchsten hier mit diesem Modus, sondern die Computergegner sind auch die gemeinsten und die schwierigsten und die besten geworden. Was zur größten Herausforderung führen wird, zumindest in diesem Spiel, brav immer... Oh, scheiße, Platz 1 zu erreichen. Hi, Luigi. So, das heißt, diese vorherigen, wir fahren einfach nur rum und fahren ins Ziel, keiner kann uns was, Tage, sollten hier vorbei sein, denn jetzt sollte das Erste werden ein Kampf werden. Und auf den freue ich mich schon. So, entweder ich treffe Luigi so. Ich habe ihn so getroffen, wunderbar. Okay, dann lege ich das mal dahin. Boah, ich bin sogar so schnell, dass es echt schwer geworden ist zu steuern. Also Todd ist ja wirklich noch der, der sich am einfachsten steuern lässt. Ich weiß gar nicht, wie das mit einem Bowser oder Wario hier aussehen würde. Oder Donkey Kong. Weg damit. Okay, die erste Strecke ging gut für uns aus. Ist gar nicht so einfach. Ich freue mich schon darauf, eine Herausforderung hier zu haben. Okay. Das war Nummer 1. Ich bin auch gespannt, wie es mit den Münzen-Challenges dann aussieht. Also noch müssen wir uns ja keine Gedanken drum machen. Aber das wird sicher auch ein interessanter Aspekt. Aber erstmal geht es darum, hier Goldpokale zu sammeln. Hallo Peach. So, wie man sieht, Todd ist auch nicht gerade der Schnellste. Er lässt sich auch gerne mal überholen. Ja, Peach, ne? So sieht's hier aus. Okay, ich versuche mir hier Items zu gönnen. Oh Gott. Okay. Ich gehe mal hier lang. Oh, here we go, Alter. Ich habe verstanden. Wie oft willst du das noch sagen? Hier. Kam gar nicht bei ihr an. Ich habe Yoshi getroffen, nicht Peach. Auch okay, aber gerade sehe ich in Peach eine Gefahr. Sie wurde von irgendwas anderem erwischt, glaube ich. Okay, wunderbar. Oh, oh, da haben wir schön abgekürzt mit dem Pilz und es hat auch funktioniert. Hätte auch schief gehen können, die ist übers Wasser planken praktisch. Aber ich habe es genau richtig gemacht. Okay, schön nicht in die Krabben reinfahren. Okay, ich würde sagen, sieht gut für uns aus, ne? Yeah, cool. Okay, also Peach war ein bisschen hartnäckig, aber ich sag nö. Niemand holt mich hier ein. Oh, da kam blaue Panzer durch. Okay, sehr gut. Yoshi und Peach teilen sich gerade den Platz, also ich darf mir auf jeden Fall erlauben, hier und da auch mal nicht Erster zu werden sogar. Und immer noch den Goldpokal mitzunehmen. Also das ist schon mal sehr beruhigend für uns. Das ist das Spiel auf jeden Fall viel gnädiger als die vorherigen beiden Mario Kart Teile, weil... Wobei bei Mario Kart 64 nicht mal unbedingt, aber bei Super Mario Kart auf jeden Fall. Das habe ich ja schon mal erklärt. Dass es da wirklich diese feste Reihenfolge gibt. Also wirklich feste Reihenfolge. Dass der, der immer hinter mir ist, auch immer der ist, der am Ende es schafft, sich durchzusetzen. Und den besten Platz abzulegen. Entweder hinter mir oder vor mir. Gibt natürlich da auch Ausnahmen, ne? Wenn man schafft, ihn kurz vom Ziel noch zu erwischen. Aber wenn man ihn nicht kurz vom Ziel erwischt, also mit Panzern oder was weiß ich was, dann schafft er es immer, sich wieder zurück zu holen auf... Oh, eine gute Position. Okay, das ging nochmal gut aus. So, wo lege ich den hin? Oh, nirgendwo hin. Okay. Aber den hier dafür. Das hat Yoshi erwischt. Okay. Das finde ich super. Es macht auch irgendwie mit dieser Geschwindigkeit am meisten Spaß hier gerade, würde ich sagen, die Strecken zu befahren. So, und wie gesagt, das ist noch der leichteste Cup von den Strecken. Also sind noch am simpelsten aufgebaut. Und ich spiele Todd. Der beste Charakter, also von der Steuerung auf jeden Fall der beste, würde ich sagen. Oh, ich konnte es abwehren. Wunderbar. Ich konnte entrinnen und abwehren.
Und tschüss. Okay, Todd gewinnt mal wieder. Platz 2 Yoshi, Platz 3 Peach. Gehe ich mal von aus jetzt. Oder nicht? Wo kommen die denn alle? Oh, lassen sich doch ein bisschen Zeit. Okay. Und der Gesamtpunktestand sieht so aus. Also wir liegen dick vorne. Kein Grund zur Sorge für uns. So. Die letzte Strecke, Bowser's Castle 1. Eine sehr kleine Strecke. Und mal sehen, wie lange wir brauchen, diese Strecke zu befahren im Allgemeinen. Mal sehen, wie lange dieser Part wird. Ich glaube, es wird ein lächerlich, lächerlich kurzer Part. Mach mal uns unsichtbar. Oh, das war mein grüner Panzer, der wurde weggenommen. Okay, boah, Yoshi ist uns gefährlich nah. Oh, scheiße. Und das war's. Jetzt ist er vor uns und hat einen roten Panzer. Okay. Er hat den einfach nach vorne gehauen. Was für ein Vollidiot. Hier. Sehr schön. Und Position halten. Also hätte er den Panzer nach hinten geschmissen, hätte das Ganze vielleicht ein bisschen anders aussehen können. So. Okay, wieder durch, unter einer Minute durch die ganze Strecke einmal durch. Echt super. Ja, okay. Also wir haben einen 7-Minuten-Part am Ende ungefähr jetzt. Das ist echt toll. Aber so ist es nun mal. Die Dinge sind halt, wie sie sind. Okay, wir haben gewonnen. Aber ich merke schon, 150, da muss man schon ein bisschen was dafür tun, um auch die Position zu halten. Ist auf keinen Fall, zumindest bis jetzt, ein Mario Kart 64 oder Super Mario Kart Niveau. Also das jetzt bei Weitem einfacher, hier Erster zu werden. Gilt auch vielleicht für spätere Mario Kart Teile, die sind auch nicht mehr so schwer. Aber so ist es nun mal. Okay, gut, das war der Pilz Cup für diesen sehr schönen kurzen Part. Beim nächsten Mal schmeißen wir uns einen Blumen Cup dran und gucken mal, ob da Schwierigkeiten auftauchen. Okay, bis dann.